Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Amazonit. Das letzte Mal haben wir das Killy endlich besiegt. Juhu! Nach zweimal Versuchen oder so. Hey! Oh, wir machen jetzt die Arena. Oh. Kampf-Pokémon? Hä? Falscher Film? Okay, du bist geopfert. Oh, doch nicht. Hast es besiegt? Warum hat der Macher irgendwas mit Kampf-Pokémon am Hut? Ich weiß, also irgendwie ist mir das gerade ein bisschen zu viel Kampf-Pokémon. Weil in der ersten Arena waren auch Kampf-Pokémon. In der zweiten Arena waren auch Kampf-Pokémon. Und in der dritten kommen jetzt auch wieder Kampf-Pokémon. Soll das so? Ich hoffe, das zieht sich jetzt nicht durch, dass gleich noch Elektro-Pokémon kommen. Weil wenn nicht, dann wäre das schon ziemlich blöd. Ich will mich ja jetzt nicht beschweren, aber ich finde das... Naja. Ah, da sind Elektro-Pokémon. Alles klar. Ich habe nichts gesagt. Also 28 für Maggie. Und Elektro... Ah, ne. Trollball. Alles klar. Gut, die Gefahr ist gebannt. Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Zack. Und was hast du? Geradax. Ne. Ich habe so Respekt vor Geradax. Was soll das Sonnenlicht? Schluck weg. Ah, das soll das Sonnenlicht. Alles klar. Hm. Ja. Hm. Hm. Fati, komm. So, das Sonnenlicht lässt nämlich jetzt nach. Oh, nee. Und jetzt pennst du ein. Aber. Hier. Wir haben Aufwecker. Warum geht Aussetzer daneben? Was soll das? Oh Mann! Aufwecker. Okay, jetzt komm ich glaub. Nein, ich gebe ihn nicht auf. Nein, ich will das jetzt mit ihm starten. Nein! Ich schaff das jetzt mit meinem Aschküm. Ey, das war ein Crit. Mann, ich habe jetzt so drauf aufgepasst. Das ist doch scheiße, ey. Ja, booste dich nur. Booste dich in deinen Arsch rein. Komm. Danke für mein Adrenalin. Oh Mann. Boah, das riecht mich gerade richtig auf. Ich habe richtig drauf aufgepasst, ey. Und dann das. Immer diese Crits beim. Mann, immer bei Regi. Immer, die ganze Zeit. Och. Okay, komm. Genug aufgeregt. Intensität. Von mir. Oh nein, nein. Egal. Ich lasse Maggie draußen. Das könnte jetzt echt böse enden. Außer natürlich, es verwandelt sich in seine Feuerform und dann habe ich leichtes Spiel mit ihm. Was? Walzer? Moment. Nee. Nee. Nee, nee. Ich habe da so eine Strategie mit Lehmsula. Also falls ich gleich beim Arenaleiter Probleme kriegen sollte mit Maggie und die Elektroattacken einsetzen, dann setze ich vorher, bevor ich krepiere oder sonst was. Oder wenn ich merke, dass ich es nicht schaffe, setze ich vorher Lehmsula ein. Ach Gott. Und ja, mal gucken, ob es dann besser geht. Naja, das ist nur so grobe Theorie. Ach, jetzt brenne ich schon wieder. Die Hexen ganz schön rum, ne? Hex, Hex. Oh, Magneto, nein. Stirb. Ach, danke. Ich glaube, ich schaffe die Arena nicht. Also jetzt mal ganz nüchtern betrachtet. Bestimmt nicht. Mit einem Maggie-Level, was weiß ich? 29? Ja. Schaffe ich die Arena sicher nicht. Mit einem Schwalbus? Ja, klar. Auf jeden Fall schaffe ich die mit dem Schwalbus. Ja. Außer er setzt natürlich Kampf-Pokémon ein. So, alter Sack. Ich bin Sayu aus Wurzelheim und ich fordere dich, Walter, zum Kampf heraus. Stattdessen verwende ich meine Energie lieber auf Installieren meiner... Was machst du denn hier? Da, bla, das ist... Ich bin Arenaleiter, Spannung. Wie heißt du denn? Hast du einen Namen? Walter? Heißt du nicht Walter? Ja! Guck mal, wie gut ich bin. Elektroball, wenn du jetzt keine Eisattacken kannst, wird das gut. Okay, Flammenwurf. Bitte nicht brennen, bitte nicht brennen, bitte nicht brennen, bitte nicht brennen, bitte nicht brennen. Volltreffer, Volltreffer, okay. Intensität 6, das reicht nicht.
Ich brauche ein Opfer. Es tut mir leid. Du kannst hier nichts machen. Was? Was? Ich hab nicht. Oder doch, ich hab Egelsamen. Ach Gott. Level 100, ja klar. Ich geb dir gleich Level 100. Lisa, mach's gut, aber dafür ist es jetzt besamt und wer kriegt die EP? Wer kriegt die EP? Maggie. Boah, wäre das jetzt mies gewesen, hätte der ein Fokus-Dings gehabt, ein Fokus-Gurt. Zapdos! Klar, ich habe auch immer einen Zapdos in meinem Team. Level 45. Heilige Scheiße. Nochmal einen Supertrank. Ich hätte es ahnen müssen. Oh, nee. Anti, machst du irgendwas? Kannst du irgendwas tun? Ich glaube nicht. Alles klar, Zorin, es wird Zeit zu rauben. Aha, kommst du nicht mal zu? Nitzel, hallo, machst du irgendwas? Ruckzuck, komm. Bam. Wow! Wir haben 6 Minuten vom ersten Part, der nächste Level 45. Ich möchte meinen Bisa nicht an diesem Ninjaton opfern, aber es geht nicht anders. Das ist aber blöd. Oh je. Was tue ich jetzt? Könnten wir einfach sinnlos nochmal reinrennen und es versuchen? Das macht aber keinen Sinn halt. Wie gesagt, sinnlos. Ich mach's einfach nochmal. Vielleicht habe ich jetzt Glück, dass kein Crit und keine Verbrennung. Okay, wow. Wow! Okay, das ist tot. Alles klar. Und wir können ein bisschen trainieren hier. Ninja Tom. Es bleibt nur mein Bisa. Was ist denn Ninja Tom? Unlicht, bla. Ach, irgendwas. Geist. Auf jeden Fall sind Unlichtattacken auch sehr. Als ob Ninzel irgendwas von dem Teil überlebt. Und ich hatte Glück, dass Bisa seine Flingklaue aktiviert hat. Bis. Ach ja. Egelsamen? Nee. Jetzt war es auch nicht schneller. Das ist so krass. Keine Ahnung. Raub? Nö. Ja, komm, dann sterben wir jetzt mal wieder eine Runde. Schon wieder an einem Eishieb krepiert. Ah! Ja. Also, das war wirklich nur Glück, dass ich diese Flinklaue hatte und die sich aktiviert hat. Der Rest ist einfach. Ja. Ne? Ey, was macht man denn dagegen, wenn man das nicht hat, ne? Oh, das ist krass, ey. Okay. Ich geh einfach nochmal rein. Ja. Komm. Warum ich das Ganze jetzt mache, ich weiß nicht. Ich hoffe nochmal auf Bisa. Maggie kann ich ein bisschen trainieren und Ninzel auch. Das kommt noch dazu. Ninzel lernt jetzt Staffette. Und jetzt kommt Ninja Tom bestimmt wieder. Ich habe nicht gelesen, aber ich denke einfach mal, ja. Egelsam. Okay, war wieder nicht schneller. Das heißt, mein ganzes Team geht jetzt wieder drauf. Ja. Vielleicht misst es auch mal, als ob. Linzel, bist du schneller? Nö. Anti, machst du irgendwas Cooles? Nö. Mit Hydropumpe. Vielleicht trifft es da mal nicht, aber als ob. Ja, das. Anton kann eh nichts mehr machen. Mein Geld wandert den Bach runter. Supertrink habe ich eh noch genug. Scheiß auf das Geld. Das ist gerade ein bisschen doof, ne? Ich bin gerade am überlegen, was für Pokémon da auf der Route links kamen. Aber ich habe auch noch nicht in Advance Map geguckt, was mir irgendwie helfen könnte, weißt du. Wisst ihr? Aber. Ja. Bisa, bitte aktivier mal deine Flingklaue. Es ist ausgewichen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Verarsch mich! Ja, verarsch mich! Maggie.
Okay, das ist furchtbar. Was? Es ging daneben. Jetzt hätte ich irgendwas machen können. Oh mein Gott! Oh nee. Jetzt habe ich irgendwas geklickt, weil ich dachte, es geht. Oh Mann. Mann. Oh! Hey, Ninsel! Hey! Ruckzucki, komm. Okay, Voltenso hat er noch. Es hat er noch. Boah, das wird gleich eine Menge Arbeit mit dem Rahmen. Lass mich noch mal kurz gucken. Ach du Scheiße, vielleicht sollte ich das nicht vorne haben. Nee, ich schreibe jetzt mal nicht. Ich bin nämlich gerade ernsthaft im Überlegen. Weil so ein bisschen Strategie kann ich ja auch. Auch wenn man es mir nicht ansieht. Ja, Unlicht-Pokémon gibt es hier genug, aber ich habe auch Unlicht-Attacken. Könnte mein Minun noch Donnerwelle, aber das ist eh nicht schneller, ne? Ja, Level 100, was erwarte ich da bitte? Okay. Ich versuche es jetzt noch einmal und dann bin ich den Part und gehe ein bisschen trainieren oder so, denke ich mal. Weiß nicht. Mal gucken. Ninze vorne ist eine schlechte Idee. Okay, sorry. Ich musste ganz kurz überlegen, was ich so gegen das Vieh noch machen könnte, aber mir fällt überhaupt nichts ein. Ich bin ja froh, dass das hier jetzt immer klappt. Bisa. Mir bleibt nur Bisa. Das geht einfach nicht anders. Und es trifft und ich bin nicht schneller. Und Ninzel, komm. Und du triffst. Und jetzt geht mein ganzes Team wieder zugrunde. Ah, nee, doch nicht. Okay. Dann erreicht Zorin wenigstens noch ein Level. Jetzt kommt Voltenso und mein Maggie. Boah, Maggie lebt noch. Okay, Fati, komm. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Maggie? Okay. Oh, das könnte jetzt sogar was werden. Außer natürlich wird vergiftet. Nee, ich heile die Vergiftung aber. Oh, das kann irgendeine Eisattacke. Ich wette mit euch, das kann eine Eisattacke. Okay, macht sie aber nicht. Toxin ging daneben. Das war gut. Das Zapdos. Ich habe das Zapdos vergessen. Ich habe das Zapdos total vergessen. Aber stopp, ich mache jetzt was anderes. Antikom. Schade. Ich habe auf die Paralyse gehofft. Ja. Steinwurf? Nee. Das Teil muss paralysiert sein. Raub? Nee. Okay, also. Elektroball kriegen wir ganz leicht mit Maggie down. Das geht irgendwie. Das passt schon. Nach zwei, drei Mal versuchen geht das bestimmt. Ninja-Tom kriegen wir vielleicht down, wenn wir Glück haben. Wir haben genug Unlicht-Attacken und ja. Voltenso kriegen wir auch irgendwie down, haben wir gerade gesehen. Das Zapdos müssen wir paralysieren. Es geht einfach nicht anders. Wir müssen es paralysieren. Deswegen bin ich gerade am überlegen, ob ich mir ein Minun züchte, damit das noch Donnerwelle kann. Weil es muss einfach paralysiert sein, sonst schafft Maggie das auch nicht wegen dem scheiß Eisstrahl. Und den Rest kenne ich ja leider noch nicht. Bitte auch nicht sagen oder so. Also ich habe schon eine ungefähre Strategie. Ich muss mir dann noch ein männliches Minun... Ne, Moment, was ist mein Minun? Ein männliches Minun fangen. Ich denke mal, ich mache das so mit der Donnerwelle. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ich so ein paar Sachen vorbereitet habe. Ich gucke nochmal bei wilden Pokémon und so. Also lasst mich mal machen. Ich schaffe das schon irgendwie. Und wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Amazonit wieder. Bis dahin, Leute.